Es waren lange Tage im österreichischen Nationalrat. Es wurde heftig debattiert. In dieser Woche, da geht alles ein wenig ruhiger vonstatten. Aber am Donnerstag, der wird weiter diskutiert. Nicht hier im österreichischen Nationalrat, sondern einen Steinwurf entfernt, nämlich im Palais Eppstein. Die ÖVP ist ja zuletzt unterirdisch auch zu diesem Palais gelangt. Denn die Sondierungsgespräche, die werden ein kurzes Revival erleben am Donnerstag. Zuletzt ist man ja hier unterirdisch auch hingeschritten seitens der Volkspartei. Mit Schlüsselkarte ist das möglich und am Donnerstag will man dann vielleicht wieder mit Tafelspitze und Spinat eruieren, wie schmackhaft eine etwaige Koalition mit der SPÖ aussieht. Der Bundeskanzler selbst, der ist bis Mittwoch auf Urlaub, am Donnerstag wird dann weiter verhandelt und dann nach den Herbstferien in knapp 2 Wochen, da will man dann sondieren, wie es überhaupt weitergeht im Palais Eppstein, ein Gebäude, das sehr beliebt ist, von Theophil Hansen, dem Architekten des Parlaments, errichtet, und auch 2017 war es insofern ein guter Boden, als hier Türkis-Grün immer wieder Gespräche auch geführt hat. Kommen wir aber zurück zu den Gesprächen, die in der vergangenen Woche geführt wurden zwischen Nehammer und Babler. Es war ein erstes Abtasten. In vielerlei Hinsicht gibt es Einigkeit zur Uneinigkeit, beispielsweise bei den Wirtschaftsprogrammen oder auch beim Thema der Arbeitszeit oder Arbeitszeitverkürzung. Beim Thema Steuern, hier gibt es auf der einen Seite immer wieder den Wunsch der SPÖ der Kindergrundsicherung, auf der anderen Seite den Wunsch der Großelternkarenz bei der ÖVP, und ob es hier ein Aufeinanderzugehen geben wird oder nicht, das bleibt abzuwarten. Wirtschaftsexperten, die warnen hier überhaupt davon, dass zu viel Geld ausgegeben wird, denn in Zeiten, in denen Österreich in die Rezession schlittert und in der es auch ein hohes Budgetloch gibt, da wäre an und für sich Sparen angesagt. Die Agenda Austria beispielsweise und auch andere meinen, es bräuchte hier Einsparungen, beispielsweise beim Klimaticket, dass es hier einen Selbstbehalt geben sollte, oder auch beim Klimabonus, diesen überhaupt ganz abzuschaffen. Und auch das Thema, das Pensionsantrittsalter um ein Jahr anzuheben, wird von manchen Experten gefordert. Da kommt aber seitens der Politik ein klares Nein. Es bleibt also spannend, ob es schlussendlich zu einer Einigung zwischen den Parteien, den beiden ÖVP und SPÖ, kommen wird und vielleicht auch einer möglichen dritten Partei, den Neos oder den Grünen. Das bleibt abzuwarten. Was sicherlich niemand will, ist, dass wir wie in Bulgarien seit 2021 zum bereits x-ten Mal zur Wahlurne schreiten. Da war es ja bereits zum 7. Mal der Fall. Das will man in Österreich auf alle Fälle verhindern.